Ein weiteres Highlight hier auf der Bude ist, dass von Raymond neue Axiom-Plotter rausgekommen sind. Die Axiom 2 Pro-Serie. Die gibt es wieder in drei verschiedenen Ausführungen. In 16 Zoll, 12 Zoll und mit 9 Zoll. Was ist denn so anders bei diesen neuen Geräten? Und zwar ist es zum einen, dass wir jetzt einen höheren Prozessor haben. Ein 6-Core-Prozessor, deutlich schneller, deutlich bessere Leistung. Wir haben hier einen Lichtsensor, wenn man hier drauf drückt. Dann wird das über die Zeit dunkler, also er erkennt, wie hell es ist und passt das Display automatisch an. Es gibt jetzt einen HDMI-Ausgang, das heißt, ihr könnt die Daten direkt vom Axiom auf dem PC-Bildschirm oder auf dem TV-Bildschirm darstellen. Des Weiteren hat das jetzt keinen NMEA-0183-Ausgang mehr. Man kann die Knöpfe hier individuell belegen. Und zwar sieht man das zum Beispiel hier beim Axiom Pro 16 mit Autopilot in Standby versetzt und die Bedienbarkeit per Touch auch bei nasseren Fingern jetzt noch besser ist als beim Vorgängermodell.